Plenum TV heute mit heiß diskutierten Themen. Die Energiewende brachte in Bayern viele Protestbewegungen hervor. Betroffene machten mobil gegen Windräder, Stromtrassen, Fracking und sogar Speicherkraftwerke. Wirtschaftsministerin Aigner nutzte den sogenannten Energiedialog, um die Wogen zu glätten. Doch was hat dieser Dialog denn tatsächlich gebracht? Ich denke, der Energiedialog war ein voller Erfolg. Ich bin unserer Staatsministerin, ist ihr Aigner, sehr dankbar für diesen Dialog. Und wenn man sieht, alle Beteiligten haben da sich in großem Maße engagiert und mitgemacht und möchten diesen Dialog auch weiter fortsetzen. Ich glaube, es sind da viele Dinge, die ineinander greifen. Es wurden natürlich vielleicht verschiedene Interessen formuliert, aber es ist überhaupt nicht klar, wie es weitergehen soll. Und es ist eigentlich so, dass Bayern sich vor der Verantwortung drückt und jetzt letztendlich die Entscheidung nach Berlin schiebt. Unser zweites Thema heute betrifft die geplanten Behördenverlagerungen. Raus aus München in die sogenannte Fläche. Eine interessante Idee, schließlich gibt es auf dem Land viel Platz und günstige Mieten. Wir fragten nach den konkreten Plänen und was man sich dadurch erhoffe. Hier wird unser Minister in enger Abstimmung mit Ministerpräsident bis Ende dieses Quartals einen abgestimmten Vorschlag machen, um welche Behörden es sich hier handelt, unter folgenden Kaudelen. Erstens, wir wollen dies als sanfte Verlagerung festlegen. Zweitens, der gesamte Bereich der Behördenverlagerung wird rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassen. Und drittens, der zeitliche Ablauf wird 5 bis 10 Jahre in Anspruch nehmen. Bayern ist ein sehr, sehr großes Land und es ist viel zu viel schon auf München konzentriert, sage ich jetzt einfach mal als Schwabe auch. Und es ist sicherlich sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, welche Behörden wie verlagert werden können, um auch in der Breite ganz Bayern daran teilhaben zu lassen. Aber es muss Sinn machen, es muss transparent sein. Momentan wird über Verlagerungen das Amt für Statistik nach Fürth diskutiert und das ist auch wieder so ein Trauerspiel. Ich verstehe nicht, dass die bayerische Staatsregierung, wenn sie mal schon irgendwo eine richtige Idee hat, sie nicht wenigstens konsequent auch gut umsetzt, sondern dann rumstümpert. Soweit für heute die aktuellen Themen und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder zu Plenum TV hier bei ATV.